Herzlich willkommen zurück. Folge 6. Und unser Kloppero hat sich ein paar neue Teamkollegen besorgt und wir stehen auch schon wieder vor dem Anfang der nächsten Dota, Foba, LOL, Amateur-Season irgendwas. Wir waren letztes Mal stehen geblieben. Unser Team sieht wie folgt aus. Wir gucken mal, wir haben den Initiator jetzt. Das wäre natürlich vielleicht, dass wir dem Palea jetzt mal auch die Möglichkeit geben, zu initiaten, die Teamfights. Das macht jetzt unser Jungler ab sofort. Ansonsten spielen wir immer noch das Early Snow Game Meta. Wir gucken aber nochmal, was wir hier haben. Initiator, also ruhig mal ganken und die Squishies, ist das hier? Klingt gut. Bom, bom, bom. Wir gehen in die nächste Season. Spielen erstmal gegen Tangible Killers. Aber die Hateful Perpetrators. Die werden jetzt hoffentlich mal diese Saison ein bisschen besser zuschlagen. Und mehr Rapes verteilen. Wir wollen ja aufsteigen. Und Preisgeld haben wir auch bitter nötig. Wir haben zwar 50.000 da. Aber wir wissen ja, dass wir ein bisschen auf Defizit laufen momentan. Und da kommt so ein Sieg schon mal ganz gut. Gott des Skills to dominate the lane. Wunderbar. Sehr gut. Endlich mal ein Sieg. Und damit fängt es sich immer ganz gut an eigentlich. Eigentlich. Neuer Foba-Patch. Ja, unser AD-Carry wurde ein bisschen genervt, gebufft oder was auch immer. Und wir schauen mal, dass wir vielleicht auch das zweite Spiel gewinnen. Quope, die nach rechts guckt, wird gespielt bei Klopperu in der Midlane. Hoffen wir mal, dass er damit weiß, wie er damit umzugehen hat. Hab ihn ja schon öfter mal Quope spielen gesehen. Egal, ob nach links oder rechts guckend. Das sah schon ganz gut aus. Immer noch besser als Puck. Bam, Defeat, fucking shit. Team CCC, aber die wollen ja auch einer der hohen Favoriten hier. Gucken wir mal. Typical Ponage mit 4 Punkten vorne. Der Rest ist quasi gleich auf. Noch haben wir ja genügend Zeit, uns zu redeemen. Tag 119. 9.100 Ausgaben, Income von 2.500 ungefähr. Das ist in Ordnung. Im Zweifelsfall können wir die Leute auch einfach rausschmeißen wieder, wenn wir nicht genügend Geld verdienen. Dann holen wir uns halt irgendwelche Plebs, die wieder was 100 kosten. Aber in der Theorie brauchen wir ja bloß entweder Preisgeld zu gewinnen oder aufzusteigen innerhalb von 2 Seasons und schon haben wir das Geld wieder rein. Außerdem gehe ich fest davon aus, dass wir echt so geiles Team sind, dass man uns mittlerweile sponsoren möchte. Fucking shit, schon wieder verloren. Das geht mir gar nicht gut rein. Wir gucken nochmal rein. In das Training wollte ich nochmal reingucken, denn unsere Teammoral ist ganz schön down. Da sollten wir nochmal was dran ändern. Das verstellt sich auch jedes Mal, wenn man lädt. Wir gucken mal zusammen Funny Streams. Wir improven die Knowledge unserer Helden. Und practicen das aktuelle Meta. Das klingt gut. Und dann simulieren wir mal weiter. Ich habe auch noch so ein bisschen die Hoffnung, dass hier irgendwas gut gehen wird. Ja, irgendwelche Idioten haben ihren Midlaner oder so verkauft. Sollen sie ruhig machen. Klopperu spielt die Kartoffel, die die Zunge raussteckt in der Mitte. Gegen irgendeinen Helden, den ich noch niemals gesehen habe in meinem Leben. Who knows, who knows. So, jetzt so ein Sieg und wir wären zumindest im Mittelfeld noch tief verankert. Oh mein Gott, wir verlieren ohne Ende. Es ist gar nicht mehr so lustig, weil jetzt sind wir auf dem vorletzten Platz. Wir müssen tatsächlich gegen den Abstieg spielen.
Fürchterlich. Das wäre auch awkward, wenn wir absteigen würden. Aber das habe ich nicht vor. Wir spielen einfach weiter vor, wa? Wir müssen ein bisschen unsere Teamsynergie hochbekommen und wenn wir auch anfangen wieder zu gewinnen, dann läuft das, glaube ich, auch ein bisschen besser wieder. Bisschen Motivation, Synergie. Und wenn wir eingespielt sind, dann gewinnen wir auf jeden Fall die nächste FOBA Amateurliga 2. Da bin ich fester Überzeugung. Wahrscheinlich ist unser Team, glaube ich, absolut auf dem richtigen Wege. Immerhin haben wir auch gewonnen. Takagaki, Opalea, Kikui. Unglaublich. Immerhin einen ordentlichen Sieg geholt gegen Typical Pwnage. Not bad, not bad. Tag 122. Okay, die haben ja schon dicke Sponsoren oder sowas. Das haben wir natürlich noch nicht. Ich glaube, dafür braucht man auch noch einen Sponsoring-Manager, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das würde uns garantiert in den Ruin treiben. Und nachher, wir konzentrieren uns erstmal aufs Vorbarspielen. Und wenn wir dann die Erfolge haben, dann können wir immer noch investieren. Und vielleicht kommt ja auch mal so ein Rich Sugar Daddy nochmal vorbei. Wir haben gewonnen. Mit insgesamt 13 Sternen unten. Team Synergy Perfection. Es läuft wieder einigermaßen. Wir gucken mal in die Liga. Da sind wir auch wieder auf Platz 5. Mit Chance noch auf die Podestplätze. Wird ein bisschen eng. Wird wahrscheinlich nichts mehr. Meine Güte. Wir können auch mal gucken. Als nächstes gibt es Improved Scouting für 100 EP. Haben wir auch bald zusammengekratzt. Fehlt uns ungefähr noch die Hälfte der EP-Beiträge. Und dann können wir uns auch dort ein bisschen weiterentwickeln. Wobei wir ja wissen, Scouten kostet viel Geld, also die Spieler kosten viel Geld. Und wir sind ja immer noch Amateure. Uncool. Defeat. Schade, schade. Damit ist die Season vorbei. Wir sind Fünfter geworden. Immerhin ein Platz besser als letzte Season. Völlig irrelevant. Wir next dayen bis zur nächsten Season durch. Tag 124. 2800 Credits haben wir bekommen. Das sind genau die Sponsorings, die ich mir vorstelle. Damit kann man auch ordentlich Kohle verdienen. Toads Pros in unserer Liga. Traps und Baits. Ja, weiß ich auch nicht so ganz genau. Bisschen Trappen und Baiten. Who knows, who knows? Tag 127. Auch schon erreicht. Wir gucken nochmal nach. 9000 Ausgaben. Also wir haben auch steigendes Income so langsam. Es wird immer mehr, je mehr Fans wir natürlich haben, umso mehr Merchandising und so weiter gibt's. Sponsorship können wir leider noch nicht aufweisen. Wir gucken mal, ab wann es hier den Sponsorship-Manager geben würde. Ab dem 4. Das heißt, wir müssten einen Finance Director und einen Sponsorship-Manager orgen. Würde ich sagen, machen wir erst, wenn wir wirklich in Liga 1 angekommen sind. Und bis dahin auch nicht pleite sind. Das wäre natürlich Grundvoraussetzung. So, dann geht's auch gleich wieder weiter. Typical Pwnage, bla 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 bla. Völlig irrelevant, denn wir haben vor zu gewinnen diesmal. Und das sollte hoffentlich auch klappen. Wir gucken in den Team Home, ob sich unsere Spieler so ein bisschen verbessert haben vielleicht. Sieht nicht ganz so aus, also unser Offlaner mit 50 immer noch einer der Schwächeren. Dafür haben wir jetzt ordentlich Teamsynergie wieder. Und das gibt mir zumindest Hoffnung, dass wir jetzt direkt gegen die Tangible Killers ordentlich loslegen, mit einem Sieg am besten. Kloppo hat sich immerhin einer seiner besten Heroes ausgesucht. Die Hoffnung ist groß. Und wir sind auch kurz davor, unsere 10.000 Fans-Marke zu knacken. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, so ein richtiger Milestone. 10.000 Fans sind schon eine ganze Menge. Und wir haben gewonnen, unser erstes Spiel. Wunderbar. Support carried like a boss.
Krass, krass, krass. Also unser neuer Supporter hat hier ordentlich losgelegt. Guter Auftakt. Schauen wir mal, ob das Klopperhuhn seine Kollegen ordentlich bekommen kann. Takagaki ist immer noch unhappy mit seinem Salary. Kann ich leider nicht beeinflussen, schade für ihn. Im Zweifelsfall wird er eh irgendwann ausgetauscht. Wobei er ja ganz gute Leistung bringt anscheinend. Zumindest die Sterne sind ihm hold. High Mobility Team gegen das Crowd Control Team. Ja, gespannt. Wir werden jetzt hier mit unserer aggressiven Geschichte richtig, richtig durchrapen hoffentlich. Zweiter Sieg in Folge? Fragezeichen? Ne, schade. Verloren. Das bremst auch so ein bisschen die Euphorie. Siege sind schon wichtig. Wir spielen Foba gegen die Superpower Ponages. Never heard of. Scheint neu aufgestiegen zu sein. Diesmal machen wir das aber. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Sieg jetzt. Sieg muss her. Sonst bin ich enttäuscht. Verloren. Wow, unglaublich. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Haben vielleicht auch die falschen Taktiken wieder gewählt. Machen das wieder mal so, dass unser Midlaner tatsächlich der Initiator ist. Fucking shit. Es sah so gut aus am Anfang. Jetzt ist wieder alles so fürchterlich wie gerade eben in der Season. Und wir haben auch langsam Interesse tatsächlich an externen Sponsoren. Immerhin. Balance Team gegen das Balance Team. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der frohen Hoffnung, dass das hier irgendwas wird mit unseren Kollegen. Die müssen sich bloß dann langsam mal einigen, wie das jetzt laufen hat. Und dann gewinnen sie hoffentlich auch. Wir haben wieder verloren. Was eine Scheiße. Und wir sind wieder vorletzter Platz. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Uncool. Also, Liga 2 ein absolut hartes Pflaster, wie es scheint. 7 neue Fans. Unglaublich. Wir spielen gegen Typical Ponage. Und jetzt muss auch so langsam ein Sieg her. Sonst wird's echt bitter. Also Abstieg ist, kann ich mit meinem Gewissen auch gar nicht vereinbaren, so richtig. Noch ein Defeat. Unglaublich. Oh mein Gott. Oh, können wir auch nichts machen, als Süchte simulieren. So Ausgaben sind immer noch genauso bescheiden wie sonst auch. Und wir sind eigentlich auf baldiges Preisgeld tatsächlich angewiesen, aber so wie wir momentan spielen, läuft das natürlich gar nicht. AOE-Team gegen AOE-Team. Wenn wir jetzt verlieren, sind wir aber, glaube ich, abgestiegen. Wenn wir gewinnen, habe ich keine Ahnung, ob wir dann auch abgestiegen sind. Werden wir gleich sehen. Sad Boys. Wir haben gewonnen. Unglaublich. Wir haben, glaube ich, sogar noch ein Spiel, wie es so aussieht. Yep. Also es wird eng, wir sollten schon gewinnen. Gratulation auch an die generale Elite. Ein Spiel to go in dieser Season. Tag 136. Okay. Da sind wieder einige übermotivierte Menschen dabei, die auch ordentlich abscoren wollen, anscheinend. Aber solange wir Geld haben, behalten wir natürlich unsere Spieler noch. Wie gesagt, Plan B wäre, einfach unsere überbezahlten Spieler rauszuwerfen und
etwas schwächere wieder ins Team zu holen und dann so ein, zwei Seasons Recovery zu betreiben. Ich meine, das funktioniert auf jeden Fall. Aber wir können ja anscheinend auch gewinnen. Von daher bleiben wir weiter in der Liga. Sind Siebter geworden. Knapp vorm Abstieg. Nicht gut, nicht gut. Aber was willst du machen? Wir ziehen unser Ding einfach weiter durch. Wir können natürlich auch mal in den Team rum gucken, ob wir irgendwas an Einstellungen überleben können. Wir haben ganz, ganz viele Soakers, Disabler, Initiator. Man kann auch nicht so wirklich was sehen, was die Leute eigentlich so richtig können. Das ist ein bisschen schade. Außer im Playstyle ein bisschen was zu verändern. Hier bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass wir irgendwann mal gesagt haben, dass unser Supporter ein Disabler ist. Können wir zumindest mal ein bisschen was anpassen. Damager, er macht jetzt den Disabler. Gucken wir mal, ob das überhaupt alles noch so realistisch ist. Er steht auch mit dem AD-Carry und splittet das Enemy-Team. Okay. Unser Offlaner ist spontan einige Punkte besser geworden. Das geht mir gut rein. Er war, glaube ich, vorher eine 50, jetzt eine 57. Hat auf jeden Fall Erfahrung gesammelt. Ganz cool eigentlich. Unser Offlane ist Soaker und unser AD-Carry ist Soaker. Gucken wir nochmal, ob das mit unserem AD-Carry auch so richtig ist, die Einstellung. Der kann gar nicht so wirklich so... Soaken. Von daher sagen wir ihm einfach, was killen ist völlig in Ordnung. Zonen, disrupten... wir lassen ihn mal disrupten in Teamfights. Statt die Backline zu flanken. Und dann sind wir schon Gucci. Und wir next dayen einfach mal. Bis die nächste Season beginnt. Viele spannende Sachen passieren jetzt nicht zwischendurch. Bisschen auf die Couch legen, 15 Minuten abchillen, bis die nächste Season tatsächlich dann beginnt. Superpower Ponage, bla 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 bla. Naja, mit einem Sponsor, was weiß ich denn. Irrelevanz. Ohne Ende. Tag 140. Wir gewinnen weiter Followers oder Fans dazu. Wir haben gleich tatsächlich, ohne zu spielen, die 10.000 Fans geknackt. Das bedeutet mehr Einnahmen, mehr Fans, mehr alles. Next Day. Tag 142. Gratulation. Es geht los, wir haben die 10.000 geknackt, wunderbar. Und gehen quasi jetzt in die nächste Season. Und das wird jetzt eine alles entscheidende Season, was wir mehr oder weniger werden. Wir haben weiter unser Income ausgebaut. Wir haben jetzt also 3.000 Credits, 9.000 geben wir aus. Das heißt, wir haben ein Defizit von 6.000. Das waren mal 7.000. Und wenn man das hochrechnet, 4 Wochen können wir uns das noch leisten. Das heißt, 2 Seasons können wir in der Formation noch spielen. Ansonsten werden wir dann ein bisschen zurückschrauben müssen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass unser Team das packen kann. Synergie ist vorhanden. Die Fans stehen hinter uns. Jetzt müssen wir bloß noch gewinnen. Ja, das zu dem Thema. Danke für nichts, die Tangible Killers, die haben wir auch auf jeden Fall schon mal besiegt. Wir RIP unser Team. Nachricht über super engagierte Menschen. Klopperu darf aber auch nicht mehr die rauchende Frau, die nach links schaut, spielen. Das ist ein bisschen traurig, denn das ist ein absoluter Memenheld gewesen, Solo Queue. Und wenn man den Popstar nicht seine Helden spielen lässt, die er so richtig gut kann, dann ist es natürlich weder ein Star noch ein Popstar.
Und wir haben schon wieder verloren. Es wird nicht besser, oh mein Gott. Wir verlieren nur noch. Ich verstehe es gar nicht, ich verstehe es gar nicht. In bevor wir kicken gleich unsere Spieler nach der Saison. Aber noch ist ja nichts verloren. Also Early Game gegen das Glass Cannon Team. Und dann schauen wir mal, was wir da draus machen. 90%, 100%. Wir haben mal wieder ein Spiel gewonnen. Überzeugend war das jetzt nicht. Und das ist auch so ein bisschen unser Motto momentan. Überzeugend ist das alles nicht. Und ich sehe schon, dass wir einen unserer tollen Spieler auf jeden Fall nach der Season dann rauswerfen. Also mit den Ergebnissen bin ich auch nicht zufrieden. Dann schaue ich mich lieber nach irgendwelchen Solo-Ranking-Playern um, die ein bisschen was bringen, anstatt solche Dorftrottel zu nehmen, die zwar hohen mechanischen Skill wahrscheinlich haben, aber absolut asozial sind und nicht ins Team passen vielleicht. Defeat. Oh, danke für nichts. Gucken wir uns das mal an. Wir sind wieder Vorletzter. Keine Chance auf die ersten drei Plätze. Ja. Wollen wir uns gleich mal schauen, wen wir da rauswerfen. Unzufrieden bin ich. Unzufrieden bin ich auf jeden Fall mit unseren Dudes. Äußerst. AOE-Team gegen das Early-Game-Team. Yep, yep, yep. Also wenn man trotz ordentlicher Team-Synergie hier nicht mehr vorwärts spielen kann, dann ist das natürlich schon ein trauriger Fakt. Wir haben wieder verloren. Eigentlich haben wir jetzt so langsam den Abstieg verdient, denn es geht eindeutig nur noch rückwärts, nicht mehr vorwärts. Und da sollten wir uns überlegen, ob die von uns getroffenen Entscheidungen völlig in Ordnung waren. Wir bekommen immer eine Spende über 1338 Credits. Einer zu vier, wenn er mich fragt. Wir playen Foba. Und holen uns vielleicht die uns zugehörige Watsche jetzt ab. Verdient hätten wir es. Die Hateful Perpetrators sind nicht mehr das Team, was sie früher mal waren. Es fehlt einfach an Charakter auch im Team. Und Klopperu alleine kann das auch nicht mehr carryen. Wir haben zwar gewonnen, aber das hilft uns herzlich wenig, wenn wir hier nicht irgendwelche Top-3-Plätze erreichen. Wir haben übrigens genug EP, um gleich zumindest das Scouting zu verbessern. Der Support sollte als Initiator diese Saison spielen. Okay, wir können es ja mal mit übernehmen. Tactics. Support soll initiaten. Ist quasi Team Captain und auch Teamfight Initiator. Hoffentlich ist das mal ein Hinweis, der was hilft. Wir spielen gegen die Doubtful Elite. Die hören sich schon äußerst zweifelhaft an. Hütchen, Hütchen. Hehehehe, wir sind heute wieder witzig. Unglaublich. Letztes Spiel der Season. Gucken, ob wir den siebten Platz aus der letzten Season halten können oder nicht. Teamveränderung wird es so oder so geben. Immerhin noch ein Sieg. Oh, unglaublich, wir sind wieder siebter geworden. Für das Geld ist es mir das nicht wert. Und die Frage ist, wer jetzt tatsächlich mehr gekostet hat. Wir können ja unseren Supporter behalten. Kicken einfach mal unseren Jungler und besorgen uns wieder einen ordentlichen, günstigen Jungler. Heute ist keiner mehr dabei. Was soll's. Gucken wir einfach am nächsten Tag mal vorbei. Tag 150 ist geschafft. Neuer Foba Trash irgendwas. Fuck you. Wir wollen einen... Oh, hier gibt es ja wirklich guten Trash eigentlich, ne? 56 Midlaner.
Da kann unser Klopperhu viel besser sein. Wir suchen einen Jungler. Wir scouten diesmal auch nicht, sondern wir holen uns tatsächlich so einen absoluten Pappmenschen. Und unsere Bilanz sieht schon wieder ganz gut aus. Also wir haben jetzt bloß noch 1500 Unterschied. Und auf der Basis können wir natürlich tatsächlich ein bisschen weiterspielen. 51 neue Fans. Sehr geil, je. Wir suchen trotzdem immer noch einen Offlane, nee, einen Jungler. 54. Ah, den nehmen wir jetzt einfach. Damit sind wir schon wieder play ready. Gucken noch mal in unsere Practice rein. Jawohl, das sieht noch alles ganz gut aus. Und next day. Und in diesem Let's Play werden wir quasi jetzt noch unsere Auswirkungen von der gerade getroffenen Entscheidung mitverfolgen. Erforschen auch mal kurz das Improved Scouting. Mal gucken, was uns das für Optionen gibt eventuell. Superstar Players, Fame für unser Team. Wir können unseren Scout leveln. Big Contract Negotiations. Richtig geil. Gucken wir mal. Wir können jetzt in der FOBA Pro League quasi auch nach Spielern suchen. Aber so viel Geld haben wir gar nicht. Aber für die Lulz könnte man das natürlich machen. Bootcamp für 120. Send your squad to a practice tour 5 days in a luxury resort. Das klingt cool irgendwie. Darauf kann man jetzt mal hinarbeiten. Ab ins Bootcamp gleich. Sobald wir genügend Erfahrungspunkte haben. Vorher müssen wir aber noch so ein paar Tage rumkriegen. Jawohl. Irgendwas Randomes. Unser Jungler ist sehr predictable. Gucken wir überhaupt, was wir uns jetzt eingeholt haben. Wir haben uns einen Disabler geholt. Und dann schauen wir, dass er auch disabled tatsächlich. Disabler. Der soll aber nicht ganken, sondern er soll den Jungler konfronten. Und die Backline flanken. Neue Taktik. Kann ja nur gut gehen. Next day. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen an unserer Teamsynergie arbeiten. Nix da. Wir haben unseren Klopperhu in der Midlane. Da brauchen wir auch gar keinen anderen mehr. Und ohne Klopperhu wäre unser Team auch nicht Team Klopperhu. Schauen wir mal, wie wir jetzt in diese Season gehen. Wie gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen wieder bei Null angekommen. Haben immerhin eine Verstärkung noch im Team, aber Umbruch war fällig. Mal gucken, ob wir uns in der Liga halten können. Ziele sind wie immer Synergie aufbauen, Teammoral vielleicht auch wieder ein bisschen verbessern. Wir haben verloren. Epic Fail bei Jungler. Oh oh. Haben wir uns ja guten Crab eingekauft anscheinend. Oh 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 oh. Na, wir schauen uns das mal weiter an. Epic Fail. Early Game Team gegen das Glass Cannon Team. Wie gesagt, je länger wir natürlich hier in den oberen Gefilden mit rumspielen, in Liga 2, desto mehr Fans bekommen wir und desto mehr Einnahmen können wir auch generieren. Wir haben gewonnen. Nicht schlecht gegen Actually Elite. War gar nicht so die Elite. Null Punkte. Oh, was für Versager. Next day. Und so schlecht ist unser Team gar nicht. Ich meine, wir haben ja auch bloß jetzt eine Stelle verändert. Und uns dadurch auch $4000 monatlich gespart. Das ist schon ganz ordentlich. Da könnte man vielleicht auch mal einen Sponsorship-Deal eher besorgen für ein paar Staff-Members und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, unsere Ziele momentan sind A. besser werden, B. motivierter werden und C. nicht versagen. Danke dafür. Loss. Superpower Pwnage. Fuck you. Da
Tag 159. Wir haben eine Meldung. Total Cost 5200, Total Income 3500. Das sieht alles schon ganz gut aus eigentlich. Mit so ein paar Spenden können wir uns auf jeden Fall über Wasser halten. Und bauen unser Imperium, unsere Marke, die Hateful Perpetrators, so langsam zu einem richtig, richtig geilen Startup-Unternehmen auf. Und verkaufen das dann irgendwie. Um so einen Big Player. Oder auch nicht. Schauen wir mal. 100%. Wieder gelostet. Gar nicht mal so gut. Aber wie gesagt, wir brauchen viel Spielpraxis vor allem. Takagi, Dings, blablabla. In der Top Lane. Ja, weiß ich auch nicht, wie wir das exploiten sollen. Wir spielen erstmal gegen die E-Real Cobras. Auch geil. Auch geil, auch geil. Game wird gestartet. Und wieder ein Lost gefarmt. Unglaublich. Also es wäre eigentlich vielleicht gar nicht wirklich schlecht, wenn wir kurz absteigen. Um dann neue Motivation, eine Liga drunter zu suchen. Und dann nochmal richtig anzugreifen. Ach so, das wundert mich jetzt, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir es nicht in die Top 5 schaffen. Wow, was eine Erkenntnis. Naja, wir sind aber unser Kacke-Team, da müssen wir jetzt leben mit. Letztes Spiel diese Season. Lost bedeutet vielleicht Abstieg, Win nicht Abstieg. Wir haben gewonnen. Und wir haben sogar noch ein Spiel. Verdammt. Verdammt. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn man Tag 1000 erreicht oder 1337. Dann explodiert das Spiel, glaube ich. Weil es ist gar nicht vorgesehen, dass jemand so lange rumnerdet in diesem Game. Starten, also quasi unser letztes Ligenspiel. Fast schon 12.000 Fans. Also. Unsere Fans sind uns treu, auch wenn wir hier nicht unbedingt die beste Performance hinlegen. Wir sind immerhin auch Liga 2. Ich gehe mal fest davon aus, dass es noch eine Liga 1 gibt und alles darüber ist dann die FOBA Super League oder sowas. Okay, wir sind wieder Siebter geworden, also nicht abgestiegen. Das würde ich dann auch mal belassen bei diesem Let's Play. Und wir sehen uns dann zum nächsten wieder. Ja, wir haben noch eine Donation bekommen, das nehmen wir natürlich gerne mit. Was könnten wir denn vielleicht besser machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen sprachlos. Dass wir so kacke sind plötzlich. Und ja, bis zum nächsten Mal.